Viele Münsteraner fragen sich, was passiert eigentlich am Abend, in der Nacht, am alten Fischmarkt, beim schwarzen Schaf, am Bült. Es gibt viele Gerüchte über Schnapsleichen, die da rumliegen, über wilde Sexorgien in den Hauseingängen, über Wodkaflaschen, die gegen die Wand geschleudert werden, über Fahrräder, die in fahrende Fahrzeuge geworfen werden. Nicht nur geworfen, sondern explosionsartig in irgendeiner Art und Weise auf laufende Menschen wird geschossen mit Wasserballons und Wasserbomben. Es passieren schreckliche Dinge dort. Wir haben uns überlegt, wir müssen uns das anschauen. Wir müssen endlich ergründen, was da wirklich passiert. Stadtgeflüster, Redaktion, arbeitet investigativ, hat mich gestern Abend hingeschickt, deswegen die tiefen Ringe unter den Augen. Ich war die ganze Zeit unterwegs und habe geschaut, was geht vorm Schwarzen Schaf eigentlich wirklich ab? Was passiert im Schwarzen Schaf? Und das seht ihr jetzt. Zwei Uhr nachts am Bild auf dem Weg zum Schwarzen Schaf am alten Fischmarkt. Herzlich willkommen in Münsters Guglerstube. Nein, du bist am Schluss. Uhr morgens. Ich bin jetzt am Schluss. Der Schluss des Films. Das ist der Schluss, nee, das ist der Anfang des Films. Nein, das ist der Schluss des Films. Das ist der Anfang des Films. Das ist der Heimweg. Das ist der Anfang vom Ende, genau, ja, um genau zu sein. Ja, aber Anfang vom Ende des Schlosses. Aber es ist 16:30 und ich bin noch lange nicht am Ende, weil ich ja jetzt die ganze Straße runtergehe. Ich meine, es passiert nicht viel. Eigentlich können wir das kürzen, genau. Weil man sieht, also deine Mission war nicht erfolgreich. Niemand auf der Straße ist. Genau, ich wollte gerne so ein paar Betrunkene irgendwo in der Ecke noch so vielleicht zusammenschlagen. Ich habe ja auch so Aggressionsgelüste, wenn ich selbst was getrunken habe, dann fühle ich mich übermächtig. Du trinkst während der Arbeitszeit. Das habe ich an dem Abend nicht getan, ich habe davor getrunken. Und die größte Gesetzesübertretung diesem Abend, die geschehen ist, ist davon die Fahrräder, die sind an dem Gitter angeschlossen, da ist ein Schild dran, da steht, bitte hier keine Fahrräder anschließen. Interessant. Und das waren wahrscheinlich die Krawallbrüder aus dem Schaf. Das war's also. Tolle Reportage, Doug. Ja, ganz tut mir toll. Leid. Ich habe alles gegeben. Nächstes Mal schicken wir dann jemanden, der das kann. nächstes Mal engagieren wir vielleicht so ein paar Trunkenbolle, die randalieren. Ich glaube, das machen die anderen. Sebastian, das machen wir dann, ne? Ist super, das können wir. Vielen Dank. Schließt Gitter an die Fahrräder. Ja, kein Problem. Es ist mir ein Vergnügen gewesen.